Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abonacho und herzlich willkommen in Subnautica Hardcore. Da sind wir wieder. So, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt, Verzeihung. Das ist ja schlimm momentan. Hier gibt es in keinem dieser Cargos ist irgendwas. Ich muss das jetzt echt mal systematischer durchgehen, glaube ich. Also. Da ist was. Aber das sieht Zyklop, okay. Haben wir schon mal einen Teil. Ist nicht das, was ich wollte, aber es ist zumindest etwas. Also zwei von den Viechern sind hier. Auf die muss ich aufpassen. Mhm. Die Cargos sind aber auch offensichtlich nicht so wirklich voll. Gehen wir ganz kurz hier hin. Dann kann ich nämlich gut abhauen, wenn sie kommen. Da sitzt sie. Haha, triffst mich nicht. Ich hätte doch was so mitnehmen sollen. Habe ich nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Und was habe ich auch nicht? Was habe ich natürlich auch nicht? Eine Boje. Das Ding finde ich nie wieder. Hier ist aber nichts. Okay, wenn... Dann hier drinnen... Kann man das einscannen? Nee, kann man nicht. Aber warum ist denn hier nichts drin? Wenn das doch so ein... Also... Unten liegt ja auch nichts rum. Kann ich die aufscannen? Wahrscheinlich, ne? Gibt es hier Wasserfische? Zumindest konnte man die mal. Das Reparaturwerkzeug. Ich brauche aber den Laserschneider. Um das zu gucken. Nee. Ist nichts. Da ist nichts zu machen. Da ist sie auch offen. Okay. Dann die Mod jetzt dahin. Und dann versuchen wir es nochmal. So. Und ein wenig höher. Kriege ich die da rein? Nee, ne? Wäre ja auch zu schön. Dann machen wir es so. Nein. Und jetzt einmal raus und endlich mal eine offene Tür. Bin ich hier irgendwas? Da ist irgendwas. Aber ich glaube, ja, hat sich da was. Hier ist gar nichts. Hier wollte ich an sich rein, ging nicht. Was ist denn das? Zu fassen? Ach du heilige Schande, Verbindungstunnel. Hier ging es eigentlich gar nicht raus. Verdammt. Ach, PDA, okay. Nein, nimm halt mit. Da ist die Motte, da weiß ich. Da ist eine Tür zum Aufschweißen. Jetzt wird es wieder richtig schwierig. Ich glaube nicht, dass ich die reinkriege, aber es wäre. Ich krieg die rein. Ja, cool. Dann bin ich jedoch mehr als geschützt. Und ich habe keine Boje. Immer wenn ich sie brauche, habe ich sie gerade nicht da. Noch 32% Wasser. Das ist ganz doof. Ich muss zurück. Und ich will nicht. Ich will einfach nicht. Weil hier... So, jetzt hier einmal reingucken. Und dann geht's da weiter. Hier ist nichts drin. Na super. Und auf der anderen Seite war noch eine Tür. Aber ich muss zwangsläufig jetzt zurück. Weil ich sonst gleich mit dem Wasser Probleme kriege.
Das heißt, ist schon klar. Bin auf 150 Meter. Südwestlich. Okay. Gucken wir nochmal. Eine Boje mitnehmen. Und etwa 1200 von zu Hause weg. Eine Boje mitnehmen und nochmal gucken. Vielleicht finde ich da genau die Sachen, die ich brauche. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Deswegen immer eine Signalboje in der Tasche haben. Es ist einfach notwendig, wie man sieht. Schlimm. Südwestlich, habe ich gesagt, wa? Wenn ich jetzt hier nordöstlich fahre, wird das südwestlich wohl sein. Und ich muss Wasser mitnehmen. Und auch hier was zu essen. Notfallmäßig. Warum das... Ist jetzt gerade nach oben statt nach unten gegangen, was das Wasser betrifft? Muss ich Wasser mitnehmen? Warte mal. Südwestlich. Wo ist denn... Brauche ich vielleicht nicht mal. Naja. Wo ist denn jetzt mein... Da. Ja, ich denke schon. Den Anzug, den trage ich dann halt, wenn ich hier zu Hause bin, um wieder Wasser zu machen. Aber die Flaschen mitzunehmen, ist ja so schlecht auch nicht. Wäre da ein Wasserfische gewesen, hätte ich das Thema ja zumindest in den Griff gekriegt. Das Essen halt nicht. Was hatte ich gesagt? 150 Meter, ne? Westlich. Wo? So. Passt. Der kann jetzt nochmal repariert werden. Da haben wir eine... Die ist jetzt Gott sei Dank nicht. Und einmal rein. So. Welcome aboard, Captain. Habe ich noch eine Boje? Ich muss auf jeden Fall wieder eine machen. Aber ich meine, eine habe ich noch. Sehr gut. Oh, und diese Laborteile. Pflanzen. Dehydration detected. Naja. Ausrüstung und hier ist alles Mögliche drin. Nee, habe ich nicht. Können wir oben aufbauen. So ein ganzes Labor. So. Essen, trinken hast du nicht gesehen. Ach, was mache ich denn schon wieder für Dummheiten? Da wollte ich hin. So. Vital signs stabilizing. Und so, so und noch einer sind wir durch. Ah, Quark, da wollte ich hin. Messer kaputt. Ach nee, ernsthaft. Ist mir ein Messer kaputt. Ausrüstung. Silikongummi und Titan. Ist da was? Habe ich doch von allem immer genug. Darf halt nur nicht unterwegs kaputt gehen, das wäre doof. Aber jetzt auch noch ein zweites Messer noch auch noch mitzunehmen. Dafür ist einfach zu wenig Platz da. Ich habe schon so genug. Blödsinn drin. So. Warning. Blood loss detected. Oh, wieder ein zu viel gegessen. Machen. Essen. Fertig. Davon zwei. Und jetzt kannst du mich. Komisch, beim zweiten Mal funktioniert es dann. Dann wollte ich, habe ich gesagt, so einen mitnehmen und so einen mitnehmen. Fertig. Und südwestlich. Ach, ich bin unten. Quasi in die Richtung, 150 Meter tief. Welcome aboard, Captain. Dankeschön. 150 Meter tief, 1000
200 Meter Pi mal Daumen von meiner Signalboje 1 entfernt. Könnten wir hinkriegen. Vielleicht bin ich unterwegs, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Den Live-Pod, den kennen wir doch, oder? Die 17, ja, den kennen wir. Also einfach mal durchmarschieren, bis wir da sind, Signalboje aussetzen. Das ist dann die Signalboje 5. Weil, ist richtig, ne? Was will ich denn da? Ich wollte doch hier hin. Ja. Ist es nicht. Die Signalboje 5 wird mir noch angezeigt. Aber da war ich doch durch, oder nicht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Muss ich auch nochmal gucken. So. Kristalle. 150 habe ich gesagt, ne? Pi mal Daumen. Dann müssten wir hier... Oh, ich muss noch ein bisschen nach vorne. Okay. Nee, dahin. So Pi mal Daumen. Aber ich hoffe mal, ich finde das jetzt auch wieder. Ich habe jetzt dummerweise keinen zweiten Bezugspunkt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Caution. Passing safe depth. Ja, ich weiß. Dann geh halt ein bisschen hoch. Ah, hier drauf. Das kommt dann... Oh, Kristalle. Und nicht wenig. Ah, hier bin ich. Nicht wenig. Gut zu wissen. Na, jetzt sollte es aber mal irgendwann kommen, wa? Nächstes Mal werde ich mir bei Ausflügen immer. Verdammt. Irgendwo sollte das hier sein. Ja, irgendwo sollte das hier sein. Ich finde das so mega. Wenn man dann sagt, irgendwo und man weiß selber irgendwie nicht wo und... Ach doch, ist doch richtig. So, Signalboje. Da ist er. Einmal die hin, einmal die 5 und... Was raus. Ja, dankeschön. Und dann ist die 7. Die kriege ich jetzt direkt auch wieder. Schöne weiße Farbe. Die sind jetzt beide in Blau, warum? Ah, hier war... Ich glaube, das war auch ein Trümmerfeld, oder? Müssen wir hier mal nachgucken. Aber das hier ist ein Trümmerfeld. So, jetzt muss ich mal einmal rum. Wo war der Eingang? Hier war doch irgendwo... Ich da nicht, nee, hier, da konnte ich doch auch meine Motte drin vergraben. Dann ist sie doch sicher vor den Viechern. Nicht ganz so einfach. Ja, ja, ich weiß. Ich bin vorsichtig. So. Okay, passend drehen. Und jetzt bin ich safe. Das ist sehr gut. 85. Wieso verbraucht er momentan so unheimlich viel Wasser und Futter? So, einmal die 3. Und zack, sitzt. Jetzt gucken wir uns hier erstmal noch ein bisschen in Ruhe um. Ich glaube, hier unten war nichts. Laserschneider. Da. So, die Tür kann nur nach außen führen. Das heißt, ging hier hoch. Noch einmal Luft schnappen. Und, super. Nein. Oh nö. Also die Art, ist jetzt gerade ein bisschen doof.
Da. Okay. Komm her. Und ein bisschen nach dort und dann vielleicht. Schon besser. Okay. Ich dachte, ich muss nach oben, ne? Was ja schon schwierig. Oh, jetzt bleibe ich hier wirklich überall hängen. Gott. Das kostet alles zu viel Sauerstoff. So, 5. Mach halt auf. Dann gucken wir mal, was hier denn hier drin ist. Und das dauert alles. Oh, die Welt steht Kopf. Da ist, das sieht noch ein Arm. Nee. Schubkanonenfragment, Vornanzug. Was ist das? Vornanzugfragment. Alles nicht das, was ich wollte. Ist ja schön, dass ich sowas kriege, aber das wollte ich nicht. Ich will doch ganz andere Sachen. So, wo muss ich raus? Da muss ich raus. Da ist die Motte. Ich muss die ein bisschen tiefer setzen. Ansonsten bleibe ich hier ewig hängen. So, da haben wir wieder Luft. Und ich muss wieder nach oben. Dann geht es da durch. Und hier noch weiter gucken. Aber ich glaube, hier ist dann Ente. Sieht so aus. Haben wir schon? Ist nichts. Kennen wir schon. Ja, brauchen wir nicht. Hier ist noch eine Tür. 5. Hier geht nicht. Warum kann man nicht jede Tür aufschweißen? Das ist ja auch doof. Manche geht, manche nicht. Ja, aber ansonsten ist jetzt hier ja gar nichts. Das ist ja unschön. Nee. Warum kriege ich die da oben nicht aufgeschweißt? Guck mal nochmal. Ergibt ja irgendwo eigentlich keinen Sinn. Geht aber tatsächlich nicht. Da geht das weit lang, okay. Dann muss ich jetzt hier nochmal reingucken, ob es hier nicht doch noch irgendwo eine Tür gibt. Kann ja nicht sein, dass das das Einzige war. Wäre ein bisschen wenig. Ich meine, okay, das war Pornanzug, aber trotz alledem würde ich als ein bisschen... Ach, der hat sich schon wieder überall festgenockelt. Dann müssen wir den nochmal neu machen. Gib her. So. Sonst, ne? Ja. Ne, da gibt es nichts mehr. Keine Tür, kein nix. Okay, hier nochmal hin. Außer die, aber die konnte ich, glaube ich, nicht aufschweißen. Ja, das war die, die ich nicht aufschweißen konnte. Und ansonsten gibt es hier echt gar nichts mehr. So ein bisschen. Probieren wir nochmal, aber glaube ich nicht. Ich glaube, das war die, ne? 3, 4, 5. Ja, das war die, wo nichts ging. Irgendwas hatten wir jetzt angezeigt. Nix. Super. Also dann jetzt nochmal hier direkt hochgucken, ob da noch eine Tür ist. Hier nicht. Da, wo die Motte ist. Das ist der Ausgang. Unten. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Also gucken wir da auch nochmal hin. Es wäre allerdings schade, ja, wenn jetzt meine Motte über mir ist, dann gut. Okay. Also einmal hier nochmal hin. Festsetzen und da unten ist noch eine Tür. Das ist nur der Ausgang, oder? Ja. Kann eigentlich nur. Gucken wir mal.
Nein, 4, 5. Aha. Geht also auch nichts. Wie, dann war es das echt hier unten? Nee, da hinten ging es nochmal rein. Aber da muss ich dann wo ganz woanders hin. 3, mitnehmen. Wo ist meine Mutter? Dort. Welcome aboard, Captain. Mhm. Wir haben 20 Minuten rum, mein Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media. Würde mich freuen. Und ihr würdet mir damit natürlich helfen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye-bye.